Na Leute, seid ihr bereit? Seid ihr bereit für die Reaper FFS? Ich, jein. Auf der anderen Seite schon, aber auf der anderen Seite habe ich auch übelst Angst. Weil ich bestimmt so übelst failen werde, dass man schon sterben möchte. Ich habe hier doch irgendwo meinen Planeten gesehen, oder irre ich mich wieder? Egal. Okay. Wir haben auch nichts mehr zu tun. Hier sind nur so die Hauptdinger, so normale Planeten halt, ne? Und Hawking Eta. Reaper FFS beschaffen. Oh Leute. wartet mal eben ganz kurz. Ich muss eben ganz kurz was gucken. Okay, alles in Ordnung. So. Massenportalsprung. Reaper FFS beschaffen. Hä? Achso. Also jetzt muss ich wieder fliegen. Alter. Zum Glück haben wir noch genug Treibstoff. Voll dumm, dass wir den anderen das nicht machen müssen. Verlassener Reaper. Ist das der Planet da oder ist das einfach nur... Hä? Oh. Mnemosyne. Was? Mnemosyne? Na komm, machen wir einfach mal. Oh, hier ist was. Okay, hier, zack. Starte Sonde. Schon mal ganz viel Platin, das ist gut. Dafür brauchen wir... Ja, okay, das hält sich in Grenzen. Oh, noch mehr Platin. Puh. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Ich muss meine Maus so übel bewegen, damit wir mal was erkennen. Ah, hier. Das ist nicht so viel. Hier ist viel. Okay, zack. Starte Sonde. Iridium. Wow, wir haben so gut wie gar kein Element Zero. Da war eben irgendwas. Was mache ich dafür? Das lohnt sich nicht. Oh, da. Wow. Ganz viel Palladium. Starte Sonde. Da wieder ganz viel. Sonde gestartet. Zack. Ja gut, das werde ich dann eben nach der Reaper FFS. Ich glaube, ich mache das vor Legions Mission, weil da gibt es wohl irgendwie so Game intern Counter, also dass ich da irgendwie das vielleicht nicht mehr machen kann und all sowas. Da war gerade irgendwas. Deswegen will ich das, mache ich das vielleicht vor Legions Mission. Ich erkunde mich da nochmal, ob ich das auch nach... Oh, jetzt habe ich gerade voll den Namen des letzten Typis gespoilert, tut mir leid. Vielleicht mache ich es dann auch später. Ich guck mal. Sonde gestartet. Zack. Okay, niedrig. Jetzt ist gut wie gar nichts mehr. Okay. Toll. Okay, seid ihr bereit für Reaper FFS? Och man. Okay. Ist aber wirklich. Reaper FFS beschaffen. Zack. Der verlassene Reaper. Mnemosyne. Okay. Ah nein, ist er. Andocken. So. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. Aber Vorsicht. Yeah, jetzt ist er loyal. Okay, wen nehmen wir mit? Ich würde sagen Garrus, weil er Garrus ist. Thane vielleicht? Ich find, oh, wie sieht das denn aus? Voll dumm. Und Thane, weil Thane auch cool ist. Bei der Reaper FFS können, glaube ich, noch keine Leute sterben. Okay. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet keine FFS. Das Ladar identifiziert es als Geth. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Ha, Masseneffektfelder. Im Auge des Hurricanes, okay. Was? Oh Gott, es geht schon los. Was?
Zur Hölle? Bin ich eben auf Leertaste gekommen? Nee, eigentlich nicht. Oh mein Gott, Leute, es geht schon los. Wir erforschen eine verlassene Anlage und müssen jeden Moment damit rechnen. Ich sag mal gar nichts dazu, okay? Ich denke, das ist besser für uns alle. Ach du Kacke. Hier geht's ja gleich richtig los. Bestimmt kommen gleich schon die ersten Reaper. Genau, wir müssen jetzt gegen Reaper kämpfen. Das wär's ja. Nein, aber... Bestimmt kommen gleich die ersten... Weiß ich nicht. Geth oder... Kollektoren oder... Husks oder so. Die Luftschleuse wurde am anderen Ende des ausgehöhlten Bereichs installiert. Wir haben mit dem Druckausgleich begonnen, um Arbeit in normaler Kleidung zu ermöglichen. Die Crew ist angespannt. Ich sage Ihnen ständig, dass es nur die Nerven sind. Eine abergläubische Reaktion auf das, wofür dieses Werk steht. Die Leiche einer gewaltigen, uralten Lebensform. Was mich betrifft, kann ich die Atmosphäre nicht wegleugnen. Die Winkel der Wände scheinen einen niederzudrücken. Da muss auch ich manchmal die Zähne zusammenbeißen. Ah ja. Indoktrination. Ich entschuldige mich gerade mal. Vielleicht hat man gerade meinen Hund bellen hören. Das letzte Mal hat man es nicht gehört, aber vielleicht diesmal, weil Logik und so. Okay. Reaper Indoktrination. Hier noch was? Oh ja. Erstmal hacken, ne? Hä? Bin ich blöd? Ja, das bist du. Hey! Okay. Hey, wo ist der Strich? Ach da. Sag mal, das war einer. Okay. Noch was hier? Nein. Und jetzt, ups, bin ich draufgekommen. Medizinische Station. Oh mein Gott. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe keinen Bock, den zuzuhören. Tut mir leid. Ich nehme mal eine bessere Nahkampfwaffe erstmal raus. Ich wette, hier geht's gleich los, oder? Okay, es muss losgehen. Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. Wir sind gefangen. Wie beunruhigend. Wir müssen die Barrieregeneratoren von hier deaktivieren. Irgendeine Ahnung, wo sie sind? Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet. Vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung. Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Wenn uns irgendein Steuermann von diesem Ding runterholen kann, bevor es zu tief sinkt und zerstört wird, dann sind sie das. Wir suchen nach Überlebenden und sichern so viele Daten wie möglich. Bereithalten. Ei, ei. Weidmanns Hai. Oben links wurde ihm schon voll das HUD angezeigt. Ich frage mich ja immer noch, warum es in einem Reaper so aussieht. Ich dachte, das wäre alles übertrieben. Aber, hey. Oh nein, wartet mal. Ich glaube, die Mission habe ich schon mal irgendwann im Video oder so gesehen. Dabei war ich, glaube ich, nicht. Oh nein. Das wird noch übelst geil, aber... Boah, nee, das war, glaube ich, übelst schwer. Wie oft habe ich gerade übelst gesagt? Das haben Sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Explosive Kiste. Ich zerstöre die mal nicht, weil die werden wir bestimmt gleich noch brauchen. Feindkontakt. Oh nein. Monster. Na klar, Monster. Leute, die explodieren. Und, haben sie die Beine wegzuschießen? Oh ja. Yay, kann man für die Beine wegschießen. Was? Leichter Schuss. Was? Na komm, ich werde jetzt mal ein bisschen Kräfte einsetzen. Ich muss gerade mal gucken. Kryo-Munition. Ist ja für Schilde? Ah ne, Disruptor meine ich. Kryo. Ah ja. Ey. Irgendwie sind meine Kräfte ein bisschen für den Arsch, habe ich so das Gefühl.
Irgendwie wäre auch so coole. Na okay. Halt diese Kräfte. Ja, zum Einfrieren kann ich ja. Wahrscheinlich hätte ich eine andere Dings genommen. Ich bin ja Soldat. Voll sein Bein oben. Warte. Nimm das Bein runter. Mist. Na klar. Okay. Ich kann ja mal ein bisschen Kräfte benutzen. Gefragt, das mache ich jetzt mal. Aber... Wow! Wo kommt der denn her? Das Blut sieht ja mal neu aus. Okay. Hä? Ach da, oh Gott, das ist voll. Ich glaube, für die ist jetzt meine Handknifte besser. Bam, bam, bam. So muss es sein. So muss es sein. Genau. So muss es sein. Also ich weiß nicht, irgendwie bin ich viel zu langsam. Ja, ich bin nicht so wirklich der Shooter. Pro. Warum haben die Husks Munition bei sich? Ach man, das war alles schlimm. Was sind die beste Kraft, damit ich mir merken kann? Kryo, also die mit dem Dings. Also bei mir 6. Ich glaube, mache ich mal auf 1. Yeah. So. Ach, es ist schon noch 2. Mach ich mal genauso in der Reihenfolge, wie sie da unten zu sehen sind. Oh, die konnte ich da gerade nicht hinziehen. Nett. Nein, ich wollte... ich wollte es gar nicht drücken. Warte mal. Ja. Das mal auf 6. Und das auf... Ey. 7. Doch. Nee, warte mal. Nee, 6. Glaube ich wieder für den Müll heute. Mache ich hier gleich mal auf 5 das Heilen hin. Das müsste ich doch eigentlich können, oder nicht? Ja doch, geht doch. Oh Mann. Okay, wow. Die scheiß Husks her. Komm, mach jetzt mal. Zack. Bam, bam. Frieren Feuer ein. Ist ja geil. Ja, ich beneide ja Leute, die mit Kräften umgehen können. Ich könnte es vielleicht auch, aber ich habe da überhaupt keine Lust zu. Immer die dummen Kräfte erstmal einzusetzen. Die bringst zwar bei schweren Endgegnern oder so. Mach auch sein Bein hoch. Den Schützen nicht gesehen. Da wird es vielleicht sogar auch mal benutzen. Wissenschaftsteams? Da könnte vielleicht die Einfriermunition gar nicht so schlecht sein. Weil die zimmert, glaube ich, ordentlich. Hier ist wieder der. Ach nee. Dachte, wäre wieder der Typi. Hä? Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Lol. Ich bin schon wieder auf die irgendwie über. Absperrung hinüber gebackt, auf die man gar nicht kommen soll. Och man. Aber statt die mal mitzunehmen, ne? Ach, Shepardur, gibt's schon keinen Sinn. Aber ich hab die immer noch drin, die. Stimmt. Was macht er denn hier? Habe ich dann eine bestimmte Zeit lang? Führt Feinde ein. Ja, ist mir schon klar. Wird auch wahrscheinlich gar nicht angezeigt. Wie lange ich die noch benutzen kann. Oh, ich glaube, sie ist vorbei. Nee. Das sah nur so aus. Alle klettern da voll hoch. Hier ist eine Tür. Die wird sich mal gemerkt. Der ist wahrscheinlich einfach nur ein... Ach du Scheiße. Warte, puh. Liege unter Beschuss. Oh Gott, ich wurde eingefroren. Eiskalt. Tau mich auf, Baby. Tau mich auf. Oder renn einfach nur. Oh, das war knapp. Alter. Achtung! Ey, der Spaddel kommt hier hoch. Geh jetzt zum Ozean. So, die Hass sind gar nicht so das Problem. Das Problem ist nur, dass die so übel schnell sind. Boah. Ich muss den... Alter, die schießen mich hier ab. Das ist ja... Das sind wir ganz hinten. Hm. Aber vielleicht... Ich zück doch mal meine. Oh Gott. Klopping. Bam.
Alter. Natürlich. Okay. Ist um noch der Dicke hier, ey. Warte mal. Welche Kraft macht nochmal die Schilde kaputt? Die Disruptor. Hau ich die mal rein. Ey, sah das gerade nur so aus, oder? Das bringt ja sogar was. Das ist ja unglaublich. Ach nee, Ducken wird überbewertet. Ich erinnere mich. Schießen wir lieber aus der Ferne. Die werden die schwächen. Hab ich die noch drin? Ja. Obwohl, das ist ja eine Panzerung und kein Schild, ne? Ach so. Ach Gott. Ich hab's wieder versaut. Okay, Leute. War es der letzte? Ja. Ich glaube schon. Gut, Leute, dann würde ich hier erstmal den Part beenden. Ich guck mal ganz schnell, ob hier hinten noch was ist. Shandana hat gesagt, das Schiff wäre tot. Oh Gott, nee. Das noch. Der Part ist wieder viel zu lang. Ich will noch diese Ecke hier eben abklappern. Aber wir haben ja Zeit, ne? Das nehme ich mit. Da kann ich mit Garrus reden. Die haben wir doch schon mal gesehen, Shepard. Ihre Leute nennen sie Drachenzähne. Oh, die Geth haben sie die auf schon wieder Time eingesetzt. Es gibt Geschichten darüber bei meinem Volk. Geräte, die auf entfernten Welten vergraben wurden und ihre Finder in widerliche Monster verwandeln. Wir können diesen Leuten jetzt nicht helfen. Aber wir werden nicht zulassen, dass die Maschinen ihre Leichen derart missbrauchen. Einverstanden. Okay, Leute, das ist hier nichts mehr in der Ecke. Im nächsten Part gehen wir da hinten in die Tür. Ich muss jetzt ganz schnell die Folge enden. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.